So, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Und wir haben ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass wir mit dem kleinen Ding jetzt ins Weltall fliegen werden. Allerdings bin ich mir da noch nicht so ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist oder nicht. Aber ja, wir brauchen entsprechende Sachen. Und zwar, was sehen wir hier? Satium. Genau, das brauchen wir auf jeden Fall. Satium auf jeden Fall. Wir brauchen Satium. Und dazu brauchen wir Satium-Erz. Das heißt, wir werden es abheben. Wir werden damit jetzt... Hey, warte. Habe ich noch genügend Sauerstoff dabei? Ja, habe ich, aber ich muss erstmal die Sachen loswerden. Fällt mir gerade auf. Was machen wir denn hier? Warte. Was ist das denn? Ach ja, ist zu empfindlich. Erstmal Lichter machen, Jetpack anmachen. Weil ich werde garantiert nicht diese kostbaren Sachen, die wir da jetzt gekauft haben, mitnehmen und dann irgendwo da draußen im Weltall verrotten lassen, falls wir drauf gehen. Ja, das sehe ich nicht ein. Nicht so wirklich. So, jetzt beiseite packen. Genau, hier haben wir Crew Alien. Hier ist Crew Mensch. Die Raketenwerfergeschosse brauchen wir jetzt nie. Wobei, wir könnten sonst erst zu diesen... Das bringt uns auch nichts. Also jetzt erstmal das hier noch mit rein. Nachtsichtgerät, ja, behalte ich. Das kann weg. So, tup. Ja. Ach, Bohrer T2, ne? Ja. Jetzt können wir auch wieder einlagern. Mhm. So. Na, ich nehme die Raketendinger doch mit. Weil es können natürlich sein. Warte mal. Haben wir hier Mais schon? Ja, futter ich direkt den Mais. So. Weil es könnte natürlich sein, dass in dieser einen Basis vielleicht doch was drin ist. Die wir hier angefangen haben, Platz zu machen. Ja, wäre durchaus denkbar, aber... Na komm, düsen wir da mal hin. Geht ja jetzt schneller als mit dem anderen. Düp. Hauptsache ich rase gegen keinen Berg, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Wie schnell sind wir? 39,5 Meter die Sekunde. Oh, das ist schon ganz okay. So. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht darauf geachtet, wie schnell wir mit dem Bodengleiter sind, ehrlich gesagt. Ja. So, wir haben Strom für 10,9 Minuten. Das ist ja super. Wow, also jetzt bei dieser Auslastung, ne? Es dauert so schon ganz schön lange, muss man sagen. Mhm. Wahnsinn. Nee, ich brauch Satium. So. Sonnenaufgang, schöne Sache das. Das Problem ist bloß, wir haben hier keine Verteidigungsgeschütze dran oder so. Wenn dann jetzt entsprechend irgendwelche Truppentransporte oder so ankommen, dann müssen wir uns selber drum kümmern. Genau. Also er reagiert manchmal ein bisschen zu empfindlich, ne, auf manche Sachen.
Oh Mann, ey. Das könnte jetzt mal stillstehen, ne? Ja, das funktioniert eher nicht. Da haben wir sie wieder. Hallo. Kann es nicht mal fertig werden? Ah, muss ich jetzt doch da landen? Das will ich eigentlich gar nicht. Ja, was soll's. So. Oh Mann, ja, ich kann lande schon, okay. Macht irgendwie keinen Sinn. So. Dasselbe Türgeräusch hat man bei XCOM. Oder UFO Enemy Unknown hieß es damals noch. Später dann ja XCOM. Super, super coole Spielreihe. Ja, damals. Im ersten Teil gezockt bis zur Vergasung. Wahnsinnig cool gewesen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir denn hier gegengeballert haben. Ich glaube, das war auf der anderen Seite, ne? Ja, das war auf der Seite. Das heißt, da ballern wir jetzt auch wieder gegen. Na dann los, lad nach. Ich habe keine Zeit. So. Wir hätten vielleicht dann doch den, also den nächstbesseren kaufen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen, ja. Ja, ist egal. Das haben wir kaputt. Genau, das war beabsichtigt. Jetzt müssen wir nur das zerstören. Wir hoffen, dass es da kaputt geht. Hoffen wir es. Okay, na komm schon. Was ist da kaputt gegangen, genau? Gute Frage, ne? Auf jeden Fall haben wir Erfahrungspunkte bekommen. Oh yeah. Genau so wollte ich das. Mehr oder weniger. Gut, Spawner 1 schon mal down. Den anderen sehe ich jetzt nicht, das heißt. Wir werden da mal kurz hier raufballern. Oder kann ich jetzt schon abbauen, weil hier vielleicht irgendwie was versteckt. Nein, geht noch nicht, okay. So, dann da wieder drauf. Solange bis das kaputt ist. Genau, dann wollen wir mal reingucken können. Erfahrungspunkte gibt's ja. Ja, ist jetzt. Vielleicht eine unorthodoxe Methode, aber hey, was soll's? Der Zweck heiligt die Mittel. Ja. Irgendwie muss es ja gehen. Wenn da unten immer die ganzen diese komischen Kackskorpione auftauchen, dann muss man halt so reingehen. Genau. Okay, müsste dann glaube ich gleich hin sein. Vorsichtig. So, jetzt ist es hin. Ja, kann sein, dass die da auch drinnen sind, ne? Diese komischen Skorpione. Ah, schwierig. Also, ich sehe hier jetzt keinen, aber das habe ich die letzten Male auch nicht. Und dann auf einmal waren sie da. Ah. Ist das hier möglich, wenn wir einfach das hier kaputt ballern, oder? Ne, sieht nicht so aus.
Genau, wir ballern das jetzt einfach hier kaputt. Mal gucken, was da drin ist. Machen wir das mal. Wir könnten auch da oben diese Glasplatte kaputt machen. Das ging auch. Die Schussfrequenz ist nicht so der Burner über dem Ding, ne? Nee, nicht so wirklich. Etwas enttäuschend, ehrlich gesagt. Etwas sehr. Oh mein Gott. Ja, Erfahrungspunkte. Nachladen würde. So, weiter geht's. Mach schon. Muss aber kaputt gehen langsam. Ist echt krass, wie viel die abkönnen, ne? Haben wir denn noch viel für Raketen? Ja, gut, okay. Oh, na toll. Ja, das war natürlich auch klar. Da unten ist schon einer. Super guter No-Skill. Hab ich's erwischt? Toll. Und jetzt? Kann ich eigentlich nur da reinlatschen, ne? Richtig? Ja. Toll, wir kommen nicht mehr raus. Scheiße. Fuck. Das ist auf so viele Ebenen Kacke. Die Tür können wir, glaube ich, nicht zerballern, oder? Doch. Tür müsste gehen. Tür müsste funktionieren. Ah, Energie. Alter. Gucken, ob wir sie zerballern können. Geht, okay. Bin ich nicht gefangen. Wenn ich raus will, kann ich raus. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, darum geht es erstmal vorrangig, ne? Dass wir hier rauskommen, wenn wir wollen. Natürlich ein bisschen gefährlich, das hier zu plündern. Während hier alles voll ist mit Gegnern. Aber wir können natürlich nicht gegen unsere Natur. Sehe keinen Spawner. Das verwundert mich gerade so ein bisschen. Oh fuck. Oh, scheiße, Mist. Ich habe nicht gesehen, dass sie da unten in den Käfigen drin waren. Naja. Toll. So ein Rotz, ey. Also, Waffe herstellen und schnell wieder hin, oder?
mit dem Bodengleiter dann. Ja, aber da unten an die Waffe jetzt ranzukommen, ist doof. Das wird so nicht klappen. Das heißt, genau, auf zur Heimatbasis. Und dann, ja, Waffen haben wir da ja noch zu tun. Nur ein bisschen Munition zu herstellen. Nun denn, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.